Okay, hallo Sant'André, willkommen zu Task 2, der heute sicherlich stattfinden wird. Kurz zu gestern, bei mir ist leider wirklich schlecht gelaufen, aber dafür sind die anderen Deutschen gut geflogen. Allen voran der Martin, der Uli, der Peter. Also das war doch recht erfolgreich. Ich bin dafür heute auch top motiviert, meinen Patzer auszubessern. Das Wetter wird ähnlich sein wahrscheinlich wie gestern. Gestern wurde der Task gestoppt wegen Überentwicklung und Regen. Vielleicht hält es heute ein bisschen länger, man weiß es aber nicht. Letztendlich denke ich, werden wir einen ähnlichen Task fliegen, ähnliche Kilometer, und das Wetter wird auch ähnlich. Jetzt hoffen wir, dass die Ergebnisse auch ähnlich werden, nur bei mir viel besser. Mit Aufgang der Sonne wurde in Sant'André die Thermikmaschine angeworfen und es sah nach einem fliegbaren Wettbewerbstag aus. Während sich die ersten Cumuluswolken bildeten, erreichte Team Deutschland den Startplatz. Oben angekommen, bauten die Piloten die neu angekommenen Spotgeräte ein, die dazu verwendet werden, Piloten aus unwegsamem Gelände zu bergen, falls sie außen landen mussten. So, es leuchtet alles. Das kann uns der DRV schön auf der Seite sehen, so dass wir überall präsent sind. Spot. Mit dem neuen Spot vor allen Dingen. Danach bereiteten sich die Piloten auf den zweiten Wettbewerbsdurchgang vor. Peter und Thorsten genossen noch etwas die Zeit vor dem Start, bevor es in die Feinplanung der Tagesaufgabe im Team ging. Nach dem Bekanntgeben der Wegpunkte fand das Pilotenbriefing statt, bei dem die Tagesaufgabe erklärt wurde. Vor dem Start trafen wir Yvonne Date, die uns den Live-Tracker erklärte. Hier ist unser Live-Tracker und mit dem könnt ihr uns auf der DHV-Webseite im Live-Tracking verfolgen, und auch die Organisatoren wissen immer, wo wir sind und können uns im Notfall orten. Anschließend ging es für Yvonne Date als einer der ersten Piloten an diesem Tag an den Start. Daniel Tökers startete kurz nach Yvonne. Gefolgt von Thomas Ide. Und auch Isabella Messenger machte sich bald auf den Weg in den Startzylinder. Obwohl der Tag sehr thermisch aussah, mussten viele Piloten um jeden Meter kämpfen auf dem Weg zum Startzylinder. Dort angekommen, schraubte sich das Feld dann aber endlich nach oben. Wir verfolgten die Aufgabe in Google Earth und konnten beobachten, wie Ulrich Prinz und Marc Wensauer das Feld anführten. Schöner Zieleinlauf von Marc. Da hier unten Westwind war, ging der letzte Wendepunkt etwas tiefer für ihn zu nehmen, und das hat er ausgenutzt, und ich hoffe, es zeigt sich auch in den Punkten. Marc Wensauer landete als einer der ersten Piloten an diesem Tag und wir trafen ihn hinterher im Interview. Ich habe eigentlich einen normalen Start gehabt, bin ganz normal mitgekommen.
Hatte dann an der nördlichen Wende auf dem Weg zurück eine ganz schlechte Linie, sodass ich mir das ganze Feld mal von unten anschauen durfte. Dann habe ich mich entschieden, jetzt muss ich was anders machen als die anderen, also bin ich einfach schnell und tief weiter. Das ging auch immer so gut, ging nicht besonders gut, aber es ging gut. Und dann, ganz am Schluss habe ich mich einfach war ich eigentlich in nachteiliger Position, war ein bisschen hinten dran, habe mich einfach entschieden, eine Abkürzung zu nehmen, ja, und die ist voll aufgegangen. Auch Ulrich Prinz, Thorsten Siegel, Andreas Malecki und Peter Jung erreichten das Ziel kurz darauf. Hier sehen wir Peterlanden. Und hier nun die vorläufigen Tagesergebnisse im Überblick.